Willkommen aus New York, wo wir das Acer Iconia One in 8 haben mit einem schönen 8 Zoll Bildschirm, HD-Auflösung. Vor allem läuft das hier schnell unter Lollipop mit allen Animationen, egal was ich mache, es kann nicht ruckeln, wird nicht ruckeln und es macht auf jeden Fall Spaß, das hier zu benutzen und vor allem wird es Spaß machen mit der Acer Precision Technologie, die hier uns erlaubt, auch sogar mit einem Bleistift nur das Ganze hier zu bedienen, wie wir wollen, egal was wir machen, es macht einfach Lust hier, das Ganze zu benutzen, egal was wir damit machen wollen, zum Zeichnen, zum Filme schauen oder ähnlichem, wird es hier wirklich ideal sein. Vor allem, wenn wir uns noch so eine kleine Hülle dazu kaufen, ist dann nochmal schöner. Die wird noch keinen Namen hat, den ich wissen würde. Und dazu können wir dann uns auch noch so einen schönen Stift hier holen, obwohl das natürlich mit egal was benutzbar ist. Nicht nur mit einem Bleistift, sondern auch mit einer Karotte oder egal was. Aber auch unseren Finger nimmt das Ganze hier schön schnell auf. Wir haben vorne eine Kamera, hinten eine Kamera, die zeigen wir gleich. Die Qualität, An- und Ausschalter, Lautstärkeregler, Micro-SD hier, Kopfhöreranschluss und Mikrofon auch noch, beziehungsweise Micro-USB natürlich zum Aufladen, ist auch sehr wichtig. Und unten dann natürlich gar nichts, denn da waren ja die Lautsprecher auf der Rückseite. Wenn wir die Kamera kurz anschauen, hier mit der vorderen Kamera haben wir eine VGA-Qualität, die noch ausreichend ist, aber wir können das Ganze auch mal kurz umdrehen und dann seht ihr hier die hintere Kamera mit dem Dennis zum Beispiel im Bild oder hier mit irgendjemand anderem. Die Qualität ist wirklich super. Und im Vergleich zum iPad Mini ist die Größe auch ein bisschen kleiner, wie ihr sehen könnt, beziehungsweise das iPad ist ein bisschen kleiner, aber in der Dicke und in der Breite sind sie ziemlich gleich. Hier das Acer Aspire oder Acer Iconia One. Ach, dass es bald auch in Deutschland für um die 100 Euro geben sollte, wenn das auf den Markt kommt. Ja, dann gibt es auch einen kompletten Test von uns. Bis dahin, jetzt nur hier, das war ganz kurz die Demo hier aus New York mit dem Iconia One 8. Vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal und bis bald.